Ich finde besonders spannend die Interaktion von Stoffen aus unserer Umwelt, zum Beispiel Nährstoffen, mit der körpereigenen Regulierung von bestimmten Signalwegen, also wo die Welt der Peptid- und Steroidhormone zusammentrifft mit der Welt der Ernährung oder dem Einfluss von Stress, dem Einfluss von Bewegung. Und in diesem molekularen Interface versuchen wir, bestimmte Muster zu identifizieren, die ganz, ganz wichtig sind für das Gehirn, dass diese dann erkennt und mit den entsprechenden Signalen reagiert. Wenn man also das Gehirn dahin bringt, in seiner systematischen Kontrolle aller Stoffwechselwege in die richtige Richtung mitzuwirken, damit Erkrankungen wie Adipositas und Diabetes aufgehalten werden, muss man diese Muster besser kennen und die entscheidenden Signale versuchen zu imitieren. Matthias Tschöp ist medizinischer Forscher und ein international renommierter Experte für Stoffwechselkrankheiten. Sein Fokus liegt auf der Erforschung der molekularen Übertragungswege, die bei Diabetes und Adipositas eine Rolle spielen, sowie auf neuen präventiven und therapeutischen Ansätzen. Von der University of Cincinnati ist Professor Tschöp an die Technische Universität München gewechselt. Anstoß war die Alexander-von-Humboldt-Professur, mit der er als erster Mediziner ausgezeichnet wurde. Im Bereich Diabetes Typ 2 will er die Forschung an der TUM und am Helmholtz-Zentrum in München zur Weltspitze führen. Ich denke, die wunderbare Möglichkeit, die einem diese Alexander-von-Humboldt-Professur in erster Linie gibt, ist Freiheit, wissenschaftliche Freiheit. Dass man die Visionen ganz, ganz direkt angehen kann und hoffentlich umsetzen kann, ohne dass man dort viele Schritte dahin machen muss, die einen eventuell einengen in der Vision, in der Umsetzung. Die Welt der Stoffwechselhormone steckt voller Herausforderungen. Heute gibt es Dutzende von Hormonen, die man vor 20 Jahren noch nicht kannte. Sie alle regulieren den Zucker- und Fettstoffwechsel. Zum Beispiel ein Hormon aus den Fettzellen, das Leptin, das den Appetit drosselt, oder das Magenhormon Ghrelin, das ihn anregt. Wie aber wirken diese Hormone genau und wie stark? Bei der Maus lassen sich die Gene aus- und anschalten, die für die Produktion der Appetithormone zuständig sind. Und dann sehen wir, wenn wir das Gen ausschalten und die Maus dann auf eine McDonald's-Diät setzen, dass die dann eventuell weniger davon zu sich nimmt. Und dann wissen wir, die natürliche Funktion dieses Signals in der Maus, die hat tatsächlich etwas zu tun mit der Regulierung von Appetit. Brainstorming unter Kollegen. Wer bei den komplexen Mechanismen des Stoffwechsels erfolgreich forschen will, braucht eine klare Strategie. Wie kann die junge internationale Forschergruppe gemeinsam zum Erfolg kommen? Matthias Tschöp gibt seine Erfahrungen als medizinischer Forscher weiter. Über seine Alexander-von-Humboldt-Professur werden das Helmholtz-Zentrum in München und die Technische Universität München als Partner zusammengeführt. Der große Vorteil besteht darin, dass der Austausch auf wissenschaftlicher und studentischer Ebene wesentlich verstärkt wird, nämlich angetrieben durch ein hochattraktives Forschungsfeld, nämlich jenes von Diabetes. Dieses Gebiet ist eigentlich so wenig erforscht, dass es viel Interesse bei den jungen Wissenschaftlern findet, wenn es, wie mit Herrn Tschöp, unter einer exzellenten Führung steht. Die Kombination von eigenen Forschungsergebnissen aus dem Labor, unter dem Mikroskop, mit bestimmten gentechnischen Methoden in Zusammenhang zu bringen mit dem, was andere Forschungszentren auf der Welt vielleicht am selben Tag gefunden haben, ist mit meiner Hauptaufgabe. Zusammen mit der Auswertung eigener Daten und dem Schreiben eigener Publikationen, mit dem Zusammentreffen auf Konferenzen und Kongressen und Minisymposien oder auch über Skype, über iPhone. Das ist der tägliche Fluss und da zählen Minuten und Stunden, um damit dabei zu bleiben. Im Labor des Helmholtz-Zentrums. Hier werden Zellkulturen genetisch manipulierter Mäuse angelegt. Mittlerweile kann in vitro das Verhalten aller Organzellen nachvollzogen werden, die für den Stoffwechsel relevant sind. Wie verändern sich zum Beispiel Fettzellen, wenn die Ernährung fett oder ungesund wird? Um das herauszufinden, werden unterschiedliche Nährlösungen auf die genetisch verschiedenen Fettzellpopulationen aufgebracht. Nach einer Zeit schaut man, wie viele Kalorien nun von den Zellen verbraucht wurden.
Das Ergebnis? Die Mitochondrien, die Energiekraftwerke vieler Zellen, sind damit überfordert, die Nährstoffflut zu verarbeiten. Zum Beispiel sehen wir, dass sich die Struktur und die Funktion von diesen kleinen Kraftwerken der Zelle ganz, ganz deutlich verändert in einem Adipositas-Modell, wenn zu viel Fettsäuren da sind, wenn die Fettzelle zu groß geworden ist. Dann funktioniert auch dieses Kraftwerk der Zelle nicht mehr und macht alles nur noch schlimmer, weil die Fettsäuren, die da gespeichert sind, die Kalorien, die gespeichert sind, nicht mehr entsprechend verbrannt werden. Die Zellen in der Körperperipherie erkranken. Doch was passiert mit der zentralen Steuerungsinstanz des Stoffwechsels, dem Gehirn? Warum steuert es nicht dagegen? Am Gehirn der Maus hat Chips Team eine überraschende Entdeckung gemacht. Wenn das Tier auf eine Fettkost gesetzt wird, verändern sich die Hirnstrukturen in kürzester Zeit. An besonders sensiblen Stellen, dort wo Nährstoffe wahrgenommen werden, findet im Gewebe eine Entzündung statt. Die scheint tatsächlich auch zu strukturellen Veränderungen zu führen. Da entwickeln sich neue Gefäße, da entwickeln sich neue Zellformationen. Und unser Eindruck ist, dass das eventuell Prozesse sind, die wichtige Steuerungssysteme zerstören können und sogar irreversibel modifizieren. Hier könnten entzündungshemmende Mittel helfen. Besser wäre es, bereits die übermäßige Aufnahme von Nährstoffen zu verhindern. So kann dem Gehirn durch eine Kombination natürlicher Botenstoffe vorgespiegelt werden, die Fettzellen seien gut versorgt und der Magen gefüllt. Bei der Maus wirkt der Appetitzykler schon. Professor Chöps Ziel ist ein Medikament für den Menschen. Der Traum wäre, dass wir es schaffen, über die Signalwege, die wir momentan identifizieren, von denen wir jetzt beginnen zu erfahren, wie sie funktionieren, ein Muster entwickeln, eine Kombination, die tatsächlich die zentrale Kontrolle im Gehirn über unser Körpergewicht, über unseren Zuckerstoffwechsel so nachhaltig beeinflussen, dass wir Erkrankungen wie die Fettsucht oder wie Typ-2-Diabetes verhindern oder heilen können.